muss Bombard kennen. Ja, viel besser, ne? Mahlzeit, Leute. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, mal launchen, ne? Heute geht es um den Coil Art Mage Mech Trigger Tank. Oder Kit, besser gesagt. Nicht Tank, Kit. Gucken wir uns gleich mal unten komplett im Detail an. Ich finde ihn sehr schön. Er ist schön verarbeitet, das mal vorweg. Und er schmeckt auch sehr geil. Ja, gucken wir mal wie im Detail. Unten in der anderen Ansicht dranbleiben. Bis gleich. So, hier haben wir ihn schön verpackt. In der Verpackung Coil Art Mage Mech Trigger Kit. Bestehen aus Mod, wie es schon sagt, Kit und RDA. Ja, gucken wir uns mal die Verpackung an. Gibt es in verschiedenen Farben. Hier sind sie aufgezählt. Gibt es im Black, Brass, Red, Blue, Silver, Chopper und Multicolor. Ich habe mir Multicolor bestellt, weil ich hatte schon jetzt mal alles, was man so schwarz meistens und Silber, und ich wollte einfach mal was anderes haben. Weil es auch dieses Resin ist ja ziemlich in Mode. Aber ich wollte es mal raussuchen und ich muss sagen, es war eine gute Wahl. So. Ja, hier ist noch ein Scratchcode. Inhalt. Ja, machen wir auf den Onkel. Mal das Coil Art Logo. Ein Warnhinweis, dass man sicher mit Batterien umgehen soll. So, da haben wir ihn. Hier haben wir einmal den Trigger RDA. 25 mm untere Airflow, das zeige ich dann gleich nochmal im Detail. Ja, und man kann ihn auch auf Single Coil so wickeln, weil man hier einmal beide Airflows auf hat und hier einmal auf Single Coil machen kann. Das finde ich sehr gut, weil wenn man mehr Bock auf Geschmack hat, das ist ganz toll. So, dann haben wir einmal ein Tütchen bei. Ersatzmagnete? Cool. Die müsste ich mal dann mal reinbauen. Aber das mache ich jetzt nicht im Video. Einmal ein Rayband von Coil Art in Weiß, Dichtungsring und Ersatzschrauben. So, dann haben wir den Mod selber. Zeige ich alles gleich immer in der Detailansicht. Was haben wir hier drunter noch? Ja, nochmal ein Warnhinweis. Batterie, da muss Minimum 35 Ampere abkönnen. Sollte man nicht mehr machen. So, ja, das war's. Dann gucken wir uns alles mal im Detail an. Also mal ein bisschen näher ran. Und gucken wir uns zuerst den Mod an. Also ist sehr schön, er fühlt sich sehr, sehr für die Preisklasse sehr, sehr edel an. Also hier ist alles schön verarbeitet, die Gewinde sind super. Unten der Popo-Taster auch nochmal dieses Resin. Mal aufschrauben. Der dann hier. Oh, muss ich auch noch mal hier. Der ist jetzt gelockt. Also wenn man den komplett reinschraubt, ist der gelockt. Dann dreht man ihn einfach ein bisschen raus. So, und dann kann man den Feuertaster betätigen. Und wenn man ihn gelockt haben will, einfach wieder komplett zudrehen. Ist eine super Sache, finde ich gut. Also macht einen sehr wertigen Eindruck, das Ganze. Ja. Hier haben wir so ein Pentagramm. Wie gesagt, wenn ihr einen anderen RDA drauf nutzen wollt, dann solltet ihr wirklich gucken, dass die Pluspol-Schraube hier unten weit genug rausguckt. Weil ihr habt hier keine Sicherheit, ne? Das ist jetzt kein, nach 10 Sekunden schaltet er sich ab, da ist kein Chip drin, das ist halt ein Mechmod. Und da müsst ihr immer wissen, was ihr tut. Also das kann man ja auch noch rausschrauben.
zeige ich euch gleich noch, was im RDA so mit der Akku drin ist. Also hier ist alles super. Inlay, keine scharfen Kanten. Also ist wirklich richtig schön verarbeitet. Ja. Ups, falsch rum. So. Dann setzen wir den mal wieder drauf. Und dann gucken wir uns den... Ach, das lasse ich offen. Gucken wir uns den RDA mal an. So, ich schraube den einmal mal drauf, dass wir nur kurz gucken können. Das sieht natürlich total nice aus, auch mit dem Ring. Und der Ring wiederholt sich hier unten nochmal. Also das sieht richtig, die Kombo sieht richtig Bombe aus. So. Dann gucken wir uns erstmal hier. Hier ist nichts Besonderes dran. Schön verarbeitet, keine scharfen Kanten. Wie gesagt, Dual-Coil wickelbar und Single-Coil wickelbar von der Airflow her. Mundstück ist perfekt. Also ich mag das genauso wie es ist. Es muss nicht größer sein, nicht kleiner sein. Oh, und dann gucken wir uns jetzt mal die Monsterwanne an. Da passen ja mal gut 5, 6 Milliliter rein, wa? Also das ist ja schon wirklich übel. Hier die Schornsteine direkt unter den Coils. Ich habe jetzt beide Coils, Dual Coil, in ein Loch gepackt und habe die festgeschraubt. Ich fand das von der Position her am besten. Dann sind die beiden rechts und links sind dann noch frei. Aber wie gesagt, das muss jeder selber für sich entscheiden, wie er das macht. Ich hatte keinen Bock, die jetzt wieder so rüber zu drücken und so. Ich fand das am besten so. Ja. Dann wollen wir mal Watte reinschmeißen. Ich schraube den mal hier oben drauf. So, dann schmeißen wir mal Watte rein. Wie gesagt, ich nehme da immer meine... Manche schwören auf Fiber Freaks, manche auf Cotton Bacon V2. Ich, für meinen Teil, ich mag die Watte Mucci Watte Pads einfach am liebsten. Weil sie auch am günstigsten sind. Und ich habe mich so an die gewöhnt, also ich wickle mit nichts anderes. So. Ich schabe mir von dem Pad immer so kleine dünne Streifen ab. Dann machen wir jetzt mal hier die erste Schicht runter. Weil das ist die harte Schicht, die macht halt dieses Pad in sich stabiler, aber zum Dampfen macht es halt wenig Sinn. Und so ist die Watte ein bisschen saugfähiger. Zusammenzwirbeln und dann da rein. Ey, komm jetzt. Ein bisschen aufbuschen auf der einen Seite, dann den nächsten. So ein bisschen viel. Naja, egal. So. Auch die eine Seite so ein bisschen wieder aufbäuschen. Dann schneide ich mir ein bisschen über die Breite des RDAs. Dann noch einen Zentimeter weiter lasse ich es über den Weg stehen. Und dann packe ich sie mit einer Pinzette in die Kanäle an der Seite rein. So, ein bisschen locker lassen, ein bisschen nach oben ziehen. So. Und dann suppeln wir das mal ein, alles. Ich bin gar nicht in der Kamera, warum sagt mir keiner was? Von das Dampfaroma, das Milieu habe ich jetzt hier drin. So Kirmesbude oder wie genannt, von Kiezplörre so in der Richtung. Ich mag das im Moment. Ich dampf im Moment nichts anderes. Eine Zeit lang jetzt noch Vanille gedampft, aber das ist jetzt leer und das muss jetzt erstmal Minimum 3 Wochen ziehen. Also dampfe ich jetzt das. Schön einsuppen. So.
Dann von der Airflow mache ich das immer so nachträglich ein bisschen die Watte weg, ne, dass hier nicht direkt mit der Watte an der Airflow anliegt, weil sonst läuft das da so gerne dran vorbei. Und dann läuft es unten aus den Airflow-Löchern raus. Und das will man ja meistens nicht. Also ich hasse das, wenn das passiert. Aber ich muss sagen, ich habe den jetzt ein bisschen getestet und bis jetzt kam nichts raus unten. So, dann schmeißt man Akku rein. So, und wenn ihr den jetzt festschraubt, geht der hier nicht weiter. Dann müsst ihr hier oben, das ist einfach so gedacht, ein bisschen aufdrehen, unten fest anziehen. Und dann dreht ihr den Rest, wenn es noch locker ist, dreht ihr ihn oben fest. So, und dann funktioniert er. Also ich habe jetzt eine Dua-Coil, Alien-Coil 0,16 Ohm. Klar kann man die noch weiter runterschrauben von der Ohmwert her, aber ich mag das zu tief, habe ich da meistens keinen Bock drauf, weil der Geschmack dann drunter leidet. So, packen wir mal eben drauf. Zack. Kombi ist fertig. So. Läuft. Gucken wir uns mal, sehen wir uns oben wieder. Ja, macht ganz schön Alarm. Mal wie gesagt, er ist ja jetzt nicht sehr sportig gewickelt. Also der ist ja okay für einen 0,16 Ohm. Das ist so ein Mittelmaß. Wenn du auf Punktlandung 0,1 Ohm hast mit Edelstahlkleppen oder irgendwie sowas, dann macht er schon richtig Alarm. Aber so finde ich ihn geschmacklich top. Ja, was soll ich sagen? Kostet um den Dreh 50 Euro bei Gearbest. Link packe ich euch wie immer in die Beschreibung. Ja, was haben wir noch? Ja, ich habe die Gewinner haben jetzt ihr Paket, habe ich rausgeschickt. Die werden jetzt demnächst erhalten. Ich bitte die darum, mir ein Foto zu schicken per Mail, damit ich das einfach mal auf meine Seite hochladen kann und ne, schön mit Däumchen und so hier dampfen. Ne? Und ich möchte mich an den Nils bedanken. Der hat mir offline, wo ich gar keinen Stream oder am Laufen hat, hat er mir 2 € gespendet. Super, danke für deinen Support. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben, ein Abo wäre der Oberhammer und Leute, schön weiterdampfen. Ciao.